aus dem Tukas Copy TV Studio in Genf. Ich bin Daniel Schwenger. Zum Thema vom Startup zum Markterfolg begrüße ich heute Herrn Michael Eckhardt. Er ist der Geschäftsführer der Business X Union. Herr Eckhardt, willkommen im Studio. Hallo Herr Schwenger, guten Tag. Ja, das Startup ist heute unser Thema. Von der Idee bis zur Markteinführung, das braucht ja oft eine lange Zeit und viele junge Unternehmen scheitern auch relativ schnell. Was sind denn die wichtigsten oder die Hürden, die Sie bei jungen Unternehmen, die Sie beraten, so wahrnehmen, wenn es um das Thema Startup geht? Also einige nehmen das Wort Startup vielleicht ein bisschen zu ernst. Und Startup heißt nicht, dass man von heute auf morgen Erfolg bekommt, sondern der Erfolg, den hat man eigentlich schon aus seiner beruflichen Karriere mitbekommen. Und man kann das eigentlich von dort aus ganz einfach analysieren, indem man sich erst mal überlegt, wie erfolgreich war ich eigentlich früher in meinem eigenen Job, wo ich offiziell gearbeitet habe, wie viele Belobigungen habe ich bekommen, wie viel Anerkennung hat mir mein Chef gegeben, was hat mich ausgezeichnet gegenüber von meinen Kollegen. Ja, und ja. Also der Erfolg muss schon vorher da sein. Der muss schon vorher da sein. Also den kann man nicht von heute auf morgen produzieren. Und ja. Also das heißt ein Stück weit, das Wort Startup hat doch schon so eine große Strahlkraft, dass man glaubt, wenn man jetzt einfach ein Unternehmen schon aufmacht, da ist schon alles mitgelöst. Aber dem ist bei weitem nicht so, wie Sie beobachten. Nein, auf jeden Fall nicht. Also das ist ein langjähriger Prozess. Und wie gesagt, wenn man jetzt sein Produkt oder sein Unternehmen gründen möchte, sein Produkt auf den Markt bringen möchte, dann muss man sich also wirklich lange Zeit damit identifizieren, auseinandersetzen und aus der Erfahrung her das auch erstmal auf den Markt bringen. Und zwar nicht nur so verkaufen, sondern es präsentieren und auch wirklich seine Freunde damit konfrontieren, Meinungen reinholen und nicht immer nur von seinen Familienangehörigen, sondern wirklich neutrale Personen sucht, die dann auch das Produkt oder die Dienstleistung, die man vermarkten möchte, auch bewertet. Und da ist das eigentlich, das ist ein langjähriger Prozess, den man eigentlich durchlaufen muss. Mhm. Das ist eigentlich meine Erfahrung. Ja. Also die besten Freunde sind nicht immer die besten Ratgeber für Startups. Nein, auf jeden Fall nicht, weil wird zu schnell gelobt, man wird zu schnell, und das soll es ja eigentlich nicht sein. Man soll da auch Kritik von jemanden bekommen, dass man sich damit auch auseinandersetzt. Und das Businessleben heißt nicht immer nur Belobigungen bekommen, weil jeder möchte auch Kritik geben gegenüber jemand anderem. Und damit muss man sich halt auseinandersetzen. Das ist halt wichtig. Sie sind intensiv bei der Findung von einem Distributorennetzwerk auch beteiligt, beziehungsweise wenn es auch um die Markteinführung geht, generell, wie das Produkt aufgestellt werden kann. Ja, wie verhelfen Sie denn konkret solchen neuen Marktideen zum Erfolg? Wir haben ein großes Netzwerk und wir greifen auch immer wieder auf unser Netzwerk zurück, bieten das dann unseren Partnern, Kunden an und analysieren dann unter uns, wo die Schnittstellen sind zu unseren Partnern und zu unseren internationalen Partnern. Und die bringen wir dann zusammen und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Ja, und auf internationaler Basis ist das eben noch einfacher, weil es gibt für uns von unseren Investoren Suchanfragen und wir liefern dann einfach nur. Und wenn das dann irgendwie passt, und das muss ja auch zwischenmenschlich dann passen, und wenn das dann auch geschäftlich dann passt, dann ist das doch eigentlich nur positiv. Mhm. Und was sind so die Beispiele aus dem letzten Jahr? Können Sie da ein paar aufzählen? Also wir haben verschiedene Startups durchgeführt im vergangenen Jahr. Wir haben also unsere Kunden beraten, die einen Firmensitz gesucht haben, die vielleicht am Anfang nicht genau die Information hatten, dass man, wenn man ein Unternehmen im Kanton Zug ansiedelt, dass das steuergünstiger ist, als wenn man sich in Genf ansiedelt. Ja. Wir haben also auch von Schweizer Firmen aus dem Luxusbereich Artikel und Produkte nach China verkauft, über 3 Millionen Franken Warenwert,
Und ja, positiv. Und so machen wir weiter. Also wir lassen uns da nicht unterkriegen. Und Sie haben noch viele interessante Projekte, nehme ich an, 2015. Ja, wir haben ja schon angefangen. Also wir sind da dabei, schon seit dieser Woche wieder und letzter Woche. Das war eigentlich nur erfolgreich. Wunderbar. Und also viel, was ich raushöre, ist Administratives, Operatives. Ja, warum ist das überhaupt so wichtig jetzt für Startups? Wichtig ist, dass man eine Basis hat, eine gute, da gehen wir wieder zurück auf das Wort Startup. Das muss also wirklich vom Background 100% gesichert sein, dass man also wirklich nicht untergeht am Anfang, alleine nur, weil man eine schlechte Buchhaltung hat oder eine schlechte Fakturierung. Oder man muss ja Steuern zahlen und das vergessen die meisten dann. Und wie gesagt, da hilft einem dann auch ein guter Treuhänder, unterstützt das. Und somit kann man sich als Start-Upper dann wirklich nur auf sein eigenes Projekt konzentrieren und ist eigentlich im Hintergrund durch diese administrative, die administrative Seite ist dann eben ja, in Profi-Händen sozusagen. Michael Eckert, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch heute im Studio. Sie sind von der Business X Union hier in Genf. Bis zum nächsten Mal. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Interview, Schwenger. Und Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Neueste Interviews finden Sie auch auf der Website von Dukas Copy TV. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.